Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App und auch gleichzeitig einer Wear OS App. Die Rede ist von der Apple Peak News Wear OS RSS Reader. Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um euch eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung ansagen zu können, und die technischen Daten bzw. Megabyte-Daten. Aktuelle Versionsnummer 1.44, 4 Megabyte groß, Android 8.0 oder höher. Peak News funktioniert folgendermaßen: Ihr installiert es auf eurem Smartphone, ihr installiert es auf eurer Wear OS Smartwatch, in meinem Fall die Galaxy Watch 5, und dann kann man damit RSS-Feeds lesen, und das Ganze funktioniert auf der Uhr sogar recht komfortabel und sieht auch tatsächlich ganz gut aus. Es gibt ein Problem, die App ist kostenfrei, was sehr cool ist. Es gibt kein Problem, sondern das Hinzufügen von RSS-Feeds ist ein bisschen anstrengend. Ihr müsst das nämlich manuell machen. Über die Companion-App auf dem Smartphone klickt ihr auf Plus, gebt einen Namen für den Feed ein und fügt den Feed ein, und das Ganze wird dann gesynchronisiert gewissermaßen mit der App. Die Companion-App funktioniert auf dem Smartphone nicht als RSS-Reader, die ist wirklich nur dazu gedacht, die Feeds halt da im Prinzip in die Ur-App einzupflegen. Schön wäre natürlich, wenn da nochmal eingebaut werden würde, dass man zum Beispiel bei Feedly die Feeds exportiert und einfach in Peak News importieren kann. Das funktioniert leider nicht. Ansonsten gibt es auch noch eine Kachel für Peak News oder Widget, wie man das nennt. Farben von Text und kann man anpassen. Und das ist aber insgesamt trotzdem okay. Ich habe da so ein paar Feeds eingefügt. Meistens mag man natürlich irgendwie auf dem Smartphone lesen. Aber so für den schnellen Blick, sag ich mal, ist Peak News auf jeden Fall gar nicht schlecht. Und wie gesagt, das ist kostenfrei. Das ist alles sowieso dann Meckern auf hohem Niveau. Peak News, Wear OS, RSS, Reader. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.